Test, Test, Test. Sehe ich bescheuert aus mit der Kapuze? Geht. Perfekt. Sag ich mal, Digga, ich mach einfach hier. Wir tun so, als würde das hier funktionieren. Zurück nochmal. Moin Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen. Nicht, dass man das Auto vom Nachbarn sieht, fällt mir gerade auf. Und zwar habe ich endlich eine Hebebühne, aka Hubwagen. Das ganze Ding kann rund 3000 Kilo heben. Man sieht, es besteht aus zwei Säulen. Das Ganze habe ich ja schon mit euch gemeinsam im Livestream aufgebaut. Für alle, die den Livestream nicht gesehen haben, zeige ich jetzt nochmal ganz genau, wie das kurz funktioniert. Ihr bekommt die ganze Hebebühne komplett vormontiert geliefert. Da müsst ihr eigentlich nur hier so vier Schrauben abmachen. Hier unten seht ihr die. Zack, dann hebt ihr die Bühne runter vom Holz. Da sind hier auch so eine Greifer. Zack. Zack, dann kann man die ganz einfach überall bewegen. Dazu gibt es dann noch so zwei Rollen. Zack, die baue ich jetzt nicht an. Auf jeden Fall kann man die ganze Hebebühne dann mobil bewegen. Ansonsten ist der Aufbau ziemlich selbsterklärend. Man nimmt sich hier diese Auffahrrampen, macht die mit Hilfe von Splinten fest. Ich kann euch auf jeden Fall nur empfehlen, besorgt euch eine richtige Sebring- oder Sprengringzange. Auf jeden Fall, ich habe das probiert mit einem Schraubendreher zu machen, wie man unschwer erkennt. Das ist nicht die klügste Idee, die Dinger haben echt Kraft, die Dinger fliegen sowas von wild durch die Gegend. Also besorgt euch da auf jeden Fall eine vernünftige Sprengringzange. Ansonsten hier Hydraulik verbinden, das sind so zwei 19er, das kriegt man eigentlich auch ganz easy hin. Und ja, Elektrostecker reinziehen. Da müsst ihr noch den korrekten Füllstand machen, das haben wir jetzt auch schon gemacht. Dafür haben wir die Bühne fünfmal hoch und runter gefahren. Ansonsten auf jeden Fall noch eine C16-Sicherung besorgen. Uns ist nämlich die Sicherung die ganze Zeit rausgeflogen zum Ende. Dann habe ich mir noch einen Elektriker geholt, der hat die Sicherung eingebaut, da sich das hier um ein Mietshaus handelt. Ich weiß, jetzt kommen wahrscheinlich einige und sagen, das hättest du auch selber hinbekommen. Ich tue mich mit Elektrik sehr schwer, ich habe einen heiden Respekt davor. Dementsprechend habe ich mir da jemanden geholt, der mir das gemacht hat. Das funktioniert soweit auch. Also die Sicherung fliegt nicht mehr raus. Perfekt. Hat ja nur eine Woche gedauert. Ja, Tor zu und aufbauen. Schön auf dem gestern Samstagabend hier richtig Terz gemacht. Wegen der Bühne die ganze Zeit knallt, bam, CL dagegen, die Bühne fliegt durchs Haus und so. Jetzt schön hier noch auf den Sonntag. Wie spät haben wir? 11 Uhr oder so? Schön auf den Sonntag, 11 Uhr, den V8 nochmal anknallen. Hier die Bühne fünfmal auf den Boden knallen, wo wir das Gummi drunter gelegt haben. Es ist ja schon wieder einfach viel zu wild, Freunde. Nächste Problematik, die wir jetzt haben. Also erstmal, dass der CL sau dreckig ist und es jetzt hier nach Abgasen stinkt. Wir haben, Alter, ist der dreckig, Mann. Ich erkenne gar nicht, wo die Wagenheberaufnahmen sind, weil wir hier so schlechtes Licht haben. Die Wagen, also da, wo mal Wagenheberaufnahmen waren, das muss ja, ja, hier ist die reingebrochen. So, das heißt, wir müssen schon mal mit dem CL ein Stückchen nach vorne. Hier. Okay, das passt. Sollte ganz knapp mit dem CL passen. Wird vom Schwerpunkt her aber eher noch wieder zurück, ne? Weil der Motor ist ja vorne. Da ist das Auto am schwersten. Ja, aber wir müssen den ja irgendwie auf die Bühne kriegen. Ah ja, ich würde aber sagen, der Punkt sollte so nah wie möglich hier am Reifen sein. Du meinst, dass er nicht nach hinten ab und nach vorne abknallt? Ja. Ja, aber wir haben ja keine andere Möglichkeit. Die Bühne ist nicht lang genug für S-Coupé. Und da gibt es keine Rahmenstellen, an die man noch rangehen kann. Du kannst auch so jetzt hochfahren. Wird garantiert, also geht da was kaputt? Ist eigentlich scheißegal, ne? Das ist ja CL. Naja, wir müssen die Schweller schon noch abkriegen, ne? Du willst ja auch mal ein Bodykit anbauen. Ja. Komm, in entfernter Zukunft. Also ich will jetzt eigentlich einmal das Ding jetzt hochknacken. Du hast schon recht. Und das Ding ist, die Wagenheberaufnahme hier, die ist ja sowieso eingedrückt. Also können wir auch hier direkt aufbauen. Aber du möchtest den noch weiter nach hinten haben, ne? Weil geht das überhaupt mit dem Tor jetzt? Du stellst hier unangenehme Fragen aus dem Off. Ja, das geht. Ich würde eher sagen, nicht mittig, sondern eher ein bisschen zurück, weil vorne ist schwer. Ja, dann schieben wir ihn jetzt einfach mit dem Hintern bis ans Tor ran. Also bevor uns hier das S-Coupé durch die Wand bricht. Schiebe ich es jetzt nicht ins Tor. Ja, jetzt einfach hochballern, oder was? Ich würde schon noch die Gummidinger da drunter legen. Oh, we are what? Genau, Freunde. Der Vollständigkeit halber haben wir jetzt hier so eine coolen Gummidinger. Die legen wir jetzt da, wo eigentlich Wagenheberaufnahmen sein sollten, in der Hoffnung, dass das Auto nicht noch mehr kaputt geht. Hochwertige S-Coupé hier.
auf 20 Zoll MAE perfekt hochgeht. Ah, perfekt, chillig. Wisst ihr, wo die Wagenheberaufnahme ist? Die ist hier. Und da ist aber an der richtigen Stelle jetzt. Ja, haben wir irgendwas vercheckt? Gibt es da keinen Punkt, der so aussieht, als würde er Gewicht aushalten? Also, wie gesagt, hier hinten, ne? Hier siehst du ja die Wagenheberaufnahme. Hier ist die. Ich sehe da gar nichts. Doch, hier, so unter der Folie. Hier. Ja. Also selbst wenn wir ihn bis nach hier schieben würden, das reicht ja hinten, vorne und hinten nicht. Ja, für CLS und so, kannst du ja vergessen. Wir ballern jetzt den CL einmal hoch, weil wir wollen das Bodykit ja auch verbauen. Ich hoffe, dass er nicht von der Bühne kippt. Ja, für alle anderen Autos habe ich auf jeden Fall ein Problem. Alter, der ist viel zu tief hier. Warum ist der schon wieder abgesackt? Der ist abgesackt einfach, da kriege ich nichts mehr drunter. Ey, ich bin echt am Überlegen, ob wir nicht einfach den ganzen Schweller mit der Bühne jetzt hochheben, ohne diese Gummidinge. Das verteilt das Gewicht auf jeden Fall am besten. Ja. Ich bin gespannt, was das noch kaputt gehen kann an der Kalle. Wie geht das denn jetzt hier? Was ist das? Genau, das ist der Not-An- und Ausschalter. Den haben wir jetzt angemacht. Dann haben wir hoch, parken und runter. So, mal gucken. Boah, Alter. Ah. Alter, guck mal kurz da hinten, Digga. Das sieht mir hier alles viel zu wild aus. Das ist alles... Oh. Einfach in dem Wohnkopf. So, wir müssen jetzt aufpassen, dass wir ihn nicht zu hoch machen, weil er muss ja noch in die Parkbremse und dann auch wieder runter. Aber ein bisschen geht noch, ne? So, ich glaube, einen höher noch? Nee, ich würde auf Park drücken. Ja? Parken? Okay, parken. Das ist ein geiles Thumbnail, ne? Habe ich gerade überlegt, das Tor aufzumachen, aber ich glaube, das wird gar keine gute Idee. Ich glaube, dann schiebe ich mir mein Dach ab. Einmal den Wagen jetzt nochmal ablassen, Tor öffnen, filmen nochmal von hinten und dann gehen wir nochmal grundsätzlich drauf ein. Jetzt wird er ein Stückchen hochfahren, weil er jetzt in der Verriegelung liegt. Da ist eine mechanische Verriegelung bei der Bühne, damit man nicht die ganze Zeit auf den Baudeck-Dämpfern... Ist das ein Dämpfer oder ist das ein Zylinder? Ein Pneu, ja. Irgendwas? Ja. Nee, Pneu war Luft. Ne? Ihr wisst Bescheid. Also er fährt jetzt einmal kurz ein bisschen hoch. Und das ist der Grund, warum ihr niemals bis ans Limit das Ding hochheben solltet. Klingt wie so ein Luftballon, ne? Gestern hatten wir die Hebebühne. Alter Bruder. Warte. Die Verriegelung hat sich verhakt, oder? Digga, ich hab gar keinen Bock mehr. Was ist denn gerade passiert? Das war gerade gar nicht cool, wie sich der CL Richtung Wand gelegt hat. Ja, ja. Alter, ich bin noch nicht werf mein Auto hier in die Wand rein. Ja, aber es kann sich ja nur die Verriegelung verhakt haben, oder? Lass mal drunter gucken, ob irgendwas im Weg ist. Ich hab übelsten Tinnitus, Mann, das hat so geknallt. Ja, Mann, das war aber Metall, oder? Das war keine Druckluft. Digga, ich hoffe, das war keine Fliese oder so. Aber er fährt immer noch eine Verriegelung weiter hoch und bleibt verriegelt. Die Verriegelung geht ja. Nicht, oder was? Die Verriegelung geht ja, einfach. Kannst du mit beiden drücken oder so? War da nicht was? Nee, eigentlich haben wir nur runtergedrückt gestern. Ja. Senkrecht liegen oder so? Aber die blockieren wir auch nicht mit dem Auto, ne? Als ob. Als ob, die haben noch extra so einen Mechanismus. Das hier hinten ist schon auf dem Boden. Und das ist verhakt. Nee. Okay, also die Bleche von den Auffahrrampen sind nicht verhakt. Ich könnte jetzt maximal mich hier nebenlegen und gucken, was die Verriegelung macht, weil die da drüben, die funktioniert, die macht ja auf. Ja, ich will den Wagen einfach runter haben. Naja. Aber dafür müssen wir herausfinden, was los ist. Hier natürlich manuell das rausdrehen und das Hydrauliköl ablassen. Also so wie Bolle. Im Zweifelsfall kriegen wir den da runter. Aber ich habe keinen Bock auf die Sauerei. Jetzt hier. Entlüftungsschraube bzw. eine Schraube, wo man die gesamte Hydraulik ablässt. Ich bin der Meinung. Die müsste eigentlich am Motor sein. Ja, hier, das Ding. Ja, aber wenn wir das Ventil aufschrauben, dann, wir müssen den Druck hier raus entlassen. Weil dann macht sich die Hebebühne durch das Gewicht automatisch platt. So, das wäre jetzt die einzige Möglichkeit, den CL hier runter zu bekommen. Kann man die manuell drücken oder betätigen? Nee, also das Ventil hier kannst du auf- und zuschrauben. Ja. Ja, perfekt. Warum geht er jetzt runter, wenn man das aufschraubt? Also das war, glaube ich, das Krasseste, was mir jemals passiert ist. Das ist jetzt auch so der schmale Grat zwischen, ist nicht mehr lustig irgendwie. Ich hoffe jetzt, wir kriegen den CL da wieder von der Bühne runter. Wir haben ja jetzt keine Rutschmatten darunter. Dementsprechend fahre ich jetzt erstmal ein Stück vor, um dann anschließend in einem Rutsch nach hinten zu rollen, um einen gewissen Rollmoment wieder auszuüben, sonst rutscht die Bühne wahrscheinlich wieder weg.
Was soll ich sagen? Also ich möchte auf gar keinen Fall irgendwelche Hebebühnenhersteller mit diesem Video in den Dreck ziehen. Ich breche die ganze Aktion an dieser Stelle ab. Nur um mich selber nochmal abzusichern, zeige ich euch ganz genau, was wir gemacht haben. Vielleicht findet ihr ja den Fehler, was genau hier schiefgelaufen ist. Wir haben nämlich alles strikt nach Anleitung verbaut. Wie man hier sieht, haben wir auch die Gleitschienen gefettet. Dieses Ganze hier, ich denke mal, es wird an dieser Verriegelung liegen, an der hier, an der rechten, die sind auch gut warm, dass die nicht parallel entriegeln. Wenn die nicht parallel entriegeln, heißt es, dass eine Bühnenseite schneller absackt als die andere. Und ich bin der Meinung, dass es dadurch durch diese Kippbewegung kam und er dann hier übergesprungen ist, über die eigene Verriegelung. Warum denke ich das? Ich blende euch mal einen Clip ein. Fahren nicht gleichmäßig hoch und runter. Dementsprechend, das denke ich, daran lag's. Falls ihr eine andere Idee habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Ich werde auf jeden Fall gar nichts mehr mit der Bühne machen, zumal sie sich jetzt weder hoch noch runter fahren lässt. Nochmal sorry an die Nachbarn, ich muss das jetzt einfach noch einmal machen. Sie ist jetzt gerade in der Parkposition. Ich fahre sie jetzt runter. Jetzt hat sie beide Magnete gehoben. Ja, jetzt hat sie entriegelt. Ja, dann müsste sie jetzt eigentlich... Ja. Ich bin da absolut raus. Die nächste Hebebühne, die ich mir besorgen werde, wird auf jeden Fall von Fachkräften aufgestellt. Auch wenn ich nicht glaube, dass es jetzt an uns lag. Aber ich möchte auf jeden Fall von einem Fachmann eine Hebebühne aufgebaut bekommen, die abgenommen ist. Weil wenn mir hier so ein Ding wegfliegt, da werde ich, glaube ich, meines Lebens nicht mehr glücklich. Schön in einem Mietshaus, perfekt erstmal die Wand mit einem CL500 einreißen. Mit diesen Worten verabschiede ich mich aus diesem Video. Ist jetzt leider nicht zu dem Ende gekommen, wie ich es wollte. Jetzt habe ich wieder eine schöne Ausrede, das Bodykit nicht anfangen zu können. Ja, ich bin auf jeden Fall froh, dass niemand zu Schaden kam. Und ja, ich wünsche euch noch einen ganz schönen Sonntag. Bis zum nächsten Mal und in einer Stunde haben wir es dann auch geschafft. Mach, Alter. Mach aber auch. Oh Mann, was machen wir jetzt eigentlich damit? Stellen wir an die Straße, ne? Schwärmen.